Das hätte ich auch gekonnt. Eigentlich soll ich raus zum Tanken, aber ich trau mich nicht. Da bin ich ja gleich klitschnass. Geht schon die Tür nicht mehr zu, vor lauter Regen. Arbeitsplatz sieht so aus, dass wir auf insgesamt 8 Monitoren das Geschehen auf den Strecken der DB Regio AG in NRW im Blick behalten, uns angucken, wo es Störungen gibt und dann dazu auch jeweils Störmeldungen für euch verfassen. Im Kanalmanagement der DB Immobilien haben wir keine Zeit, den Zügen zuzuschauen. Wir schauen uns die Kanäle an, denn auch im Untergrund bei der Entwässerung der Bahnanlagen muss alles stimmen. Ich bin seit 42 Jahren bei der Bahn, davon 9 Jahre im 9 Jahre im Homeoffice. Woher kommt eigentlich der Fahrplan? Wir, das Druck- und Repro-Center in Karlsruhe, produzieren die Auslandfahrpläne. Hey, wie ist der Fortschritt der Abnahme? Ja, gut soweit. Hier, die Sitze sind fertig. Soweit. Hier muss ich noch ein fehlendes Kopfkesselpolster dokumentieren. Mein Name ist Michael Loos. Ich setze klar auf ein starkes Team. Ich bin hier bei der S-Bahn Berlin als Stammaufsicht tätig und bin froh, ein Teil der Eisenbahn-Family zu sein. Jetzt gerade, wo es ein bisschen holprig ist durch die Flutkatastrophe, bin ich mir bewusst, auch das rocken wir. Thank you.
Stationen wird zurzeit ein Ersatzfahrplan angeboten. Bitte weichen Sie alternativ auf U-Bahn, Bus und Straßenbahn aus. Wir bitten um Entschuldigung. Und zwar wurde zur Streikunterstützung aufgerufen und da habe ich gedacht, raus aus dem Homeoffice und her zu den Gästen und ich versuche jetzt den Kundinnen nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten. Gordische Knoten ist gelöst. Unsere Kunden, sowohl im Güterverkehr wie die Fernreisenden, die Pendler, die gesamte Gesellschaft können aufatmen. Wir haben einen Tarifkonflikt an der Stelle beendet. Und das alles vor dem Hintergrund der Mobilitätswende und der großen Aufgabe der Deutschen Bahn, dort einen wichtigen Beitrag zu leisten. Jetzt machen wir nochmal Daumen hoch für die Jungs und Mädels von der Sicherheit im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Dankeschön. Liebe Damen und Herren, hier erreichen wir den Endbahnhof Bergedorf. Unsere S2-Reise endet somit hier. Haben die größte Schraube der Welt. Moin, ihr Landrat. Wir sind die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge. Logistik und Entschleunigung bei 20 km/h durch die Salzwiesen im Nationalpark Wattenmeer. Also ich und meine Kollegen bei DB Training als Instruktor sorgen dafür mit den Simulatoren im Rahmen der Ausbildungs- und Überwachungsfahrten für sicheren Transport und pünktlichen Transport der Fahrgäste. Ob auf der Schiene oder im Homeoffice, das Team DB vereint viele Talente. Heute ziehen wir 1000 Tonnen Schotter für den neuen Gleis in Brandenburg. DB packt an, eine Woche lang soziales Engagement. Die warten ganz dringend drauf, dass die Leute in der Baustellung werden, damit da am Abladen. Du musst nichts machen. Als Umweltkoordinatoren achten wir natürlich auch im Sommer darauf, dass unsere Baby-Eichhörnchen auch was zu essen kriegen. Ich wiederhole, der Grund für die UV-Stellung, da war ich 3 im Bahnhof Traunstein ist weggefallen. Dann haben wir jetzt ein 11:01 die Sperrung der Weiche 3 Bahnhof Traunstein aus UV-Gründen ist aufgehoben. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Schimschek. Ich bin Meister im Bereich Kälte- und Klimatechnik
im Flächenteam Köln bei DB Services. Unser Job ist es, Bahnhöfe und Stellwerke zu klimatisieren. So, jetzt kommen wir in den Relaisraum. Hier sind die dazugehörigen Klimaanlagen. Zusammen sorgen wir für das richtige Betriebsklima bei der Bahn. Alles für einen Job, der Spaß macht. Ich beispielsweise pendle von meinem Wohnort im Rhein-Main-Gebiet 348 Kilometer. Güter gehören auf die Schiene. Das Schönste in 47 Dienstjahren sind die lieben Kollegen. Okay, noch einmal, so dass wir nicht im Bild sind. Mach das noch einmal kurz. Nochmal mit der Tür, ja.